You need to know that I'm a Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von Forza Horizon 4 hier im wunderschönen Großbritannien im Herbst. Und wir schauen uns heute das zweite DLC-Fahrzeug, mein Gott, so früh doch kein Alkohol trinken, liebe Kinder, DLC-Fahrzeug an, nämlich, Cam Blocks Ford Escort RS Cosworth. Und, super, super geiles Auto, auch unter anderem für Gymkhana 10 gebaut worden, wie eben auch der Hooney Truck, und auch für Rallye gefahren worden. Und ich schätze mal, die Szenen für Gymkhana wurden schon lange abgedreht, weil, ja, den Wagen gibt's so in der Form, wie hier steht, nicht mehr. Es gibt nochmal so eine Art Version davon, wo sie ungefähr draufgesprüht haben, wie das Design aussehen soll. Der steht auch im Hoonigan Headquarter. Und dann gab es irgendwie das Original, was wir hier haben. Und es gab es. Also, ist aber so, den Grundrahmen gibt es immer noch. Das Ding ist leider auf der Rallye vollkommen ausgebrannt. Habt ihr sicher mitbekommen, was um diesen schönen Escort RS Cosworth extrem schade ist, weil die Dinger gibt es jetzt auch nicht wie Sander mehr. Leider ist der ausgebrannt komplett. Und dementsprechend haben wir hier aber noch eine Möglichkeit, den zu fahren. Das werden wir heute auch machen. Ich würde eigentlich natürlich macht der Sinn bei Dirtrennen. Eigentlich würde der bei Dirtrennen Sinn machen. Aber ich muss noch ein paar Körper in ein Rennen fahren, weil da haben wir noch ein bisschen was offen. Und dementsprechend werden wir ihn darüber hacken. Wir werden ihn einfach ein bisschen anpassen. An sich ist er ein Rallye-Car, also der wird auch ein bisschen Querfeld ein ab können. Das klappt schon irgendwie, das kriegen wir schon hin. Wir optimieren das Ding ein bisschen. Und ich finde ihn halt wirklich richtig, richtig sexy. Also ich muss sagen, der ist schon echt geil. Ich finde auch die 1552, die drauf sind geil, die Mehrteiler. Alle im Pipapo, das ist schon. Er steht schon gut da. Er steht schon echt gut da, muss man mal sagen. Boah, auch die Innereien, das ist doch echt schön. Ach, ist das schön. Schöner Cosi-Motor, den lassen wir nebenbei auch drin. Und dieser dezent kleine Turbo. Ach, ist ja schön zurückhaltend auf jeden Fall. So, wir gucken mal, was wir da Schönes machen können. Wie gesagt, der noch innerhalb des Carpasts auch. Kam ja eben am Freitag zusammen mit dem Hooney Truck rein. Und dementsprechend, ja, kriegt man den natürlich nur über den Carpass. Also ich sehe gerade, da ist nicht viel machbar auf jeden Fall. Der ist schon sehr gut optimiert. Ich will mal gucken, S1880, was hat denn der normale Cosworth? Weil es gibt ja auch einen normalen Cosworth hier im Spiel. Also wer den von Cam Block unbedingt haben möchte und nicht das Geld ausgeben möchte, der kann zur Not auch den einen lackieren. Es gibt genug Designs dafür. Dementsprechend, weil hier gibt es nämlich auch da Escort RS Cosworth. Leider natürlich ohne die Scheinwerferblenden und sonstigen, die machen natürlich nochmal viel aus. Und natürlich, ihr seht der Score, ne? 566, der ist hier schon gut getuned, der Kollege. Der ist schon gut optimiert, würde ich behaupten. Das können wir jetzt mal, wir gucken mal kurz. Reifenbreite können wir noch machen. Komm, dann machen wir mal ein bisschen Reifenbreite, können nie schaden. Ich weiß gar nicht, hat der oft. Das sind keine. Oh, hat der überhaupt Offroad-Reifen drauf? Das ist jetzt eine gute Frage, weil man kann die Reifenmischung nicht wechseln. Das sieht nicht nach Offroad-Reifen aus, aus meiner Sicht. Also mal überhaupt nicht. Weil die Version ist ja hier auch die Gymkhana-Version, die braucht das wahrscheinlich auch nicht mal, aber das Ding ist ja auch als Rallye. Das finde ich jetzt schade, dass ich die Reifenmischung nicht wechseln kann. Das ging ja beim Hooney Truck komischerweise. Bei dem geht's jetzt nicht, das ist irgendwie behämmert, weil. Das wäre jetzt eine Version, die ich gerne auch über Offroad hacken würde. Und wie gesagt, das Profil sagt mir eindeutig, dass es nicht dafür geeignet ist. Weil guck mal hier, das ist viel zu glatt. Da ist ja gar keine richtigen Rillen drin. Ja, wir gucken mal, wir schauen mal. Bremse können wir ruhig größer machen, die sieht man eh nicht dahinter. Und ja, sonst könnten wir hier noch ein bisschen Leistung rausprügeln. Mache ich jetzt aber nicht. Wir fahren immer in der Leistung, wie ein Camp Block auch fährt. Weil wir wollen ja nicht zu viel dran verfrischen. Ne? Wir wollen ja auch das Camp Block-Erlebnis. Ne? Wir wollen jetzt ja wie so ein Erlebnispark, den wir da erleben wollen. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das Ding sich fährt, weil, wie gesagt, vor allem Offroad hätte ich ihn gerne gefahren. Okay, Beschleunigung ist schon mal da. Ja, Beschleunigung ist auf jeden Fall da. Boah, der Erdmann ist sehr schön mit Lenken Hinterachse, das ist ja mal richtig pornös. Boah, ja, man merkt, dass das Ding für Gymkhana optimiert ist, weil, ob es auch für Rallye, du hast extremes Mitlenken Hinterachse, was, wie gesagt, positiv ist. Ich meine, das ist überhaupt nicht negativ. Wenn ich hier einlenke, seht ihr, geht das Heck mit rum. So, hier, oh, ist das schön, oh, das ist 40er traumhaft. Das, was ich bei jedem Auto nachträglich mit Alter, die jetzt mal einstellen muss, macht das Ding hier direkt aus dem Stand raus. Sehr geil. Genau, was ich haben wollte, weil, wie gesagt, mich nervt, dass ich das Untersteuern habe. Ich mag eine mittlenkende Hinterachse, mit der kannst du viel mehr arbeiten. Die Abkürzung ist verpasst. Abkürzung, Abbiegung. So, hier, also falls ihr euch jetzt fragt, da war keine Handbremse spielen. Ich habe nur gebremst. Und du kannst so schön kurven. Boah. Alter, das ist ja Wahnsinn. Das ist ja total krank, die Kiste.
Ich bin gerade ein bisschen hart begeistert, weil das Ding fährt sich ja ultras gut. Das meine ich wirklich, weil die Bremse einfach wie eine Handbremse fungiert. Ich habe jetzt nirgendwo die Handbremse gezogen. Normal muss ich dafür überall die Handbremse ballern, damit das Ding so rumkommt. Holy shit! Das ist echt beeindruckend. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich dachte so, ja, der wird sich schon ganz okay fahren, aber dass er so on point mit dem Arsch kommt, boah, ist das geil. Also das ist wirklich, wirklich geil. Das ist wirklich, wirklich geil. Komm, wir ballern mal kurz ein paar Punkte rein. Alter, der hat ganz viele Wheelspins. Wheelspins. Alter Verwalter. Das ist unerwartet. Das ist sehr unerwartet, dass er das so krass macht. Aber ist gut. Finde ich gar nicht mal so schlecht. So. Wir ballern nochmal kurz ein paar Punkte hier überall rein. Aber was können. So, dann haben wir hier noch welche. Babam. Und dann haben wir noch einen. Den können wir jetzt gerade eh nirgendwo reinballern. So, wir gucken mal auf die Weltkarte. Wir probieren den Querfel einmal aus. Wie gesagt, ich habe die Vermutung, er wird total scheiße sein, weil die Reifen mir eindeutig sagen, dass sie nicht dafür gedacht sind, aber ich werde es trotzdem probieren. Dementsprechend fahren wir da vorne mal hin. Ich sag, probieren geht über das Schweren, ne? Ganz einfache Kiste. So einfach sieht's aus. Falls ihr fragt, wie die Wheelspins, ich spare. Da wird noch eine Folge zu kommen. Wir werden mal ein paar mehr drehen in einer Folge, weil da habe ich mal Bock drauf, so eine Wheelspin-Folge zu machen. Es ist wirklich krass, wie viel du mit Gewichtsverlagerung und Bremse bei dem erreichen kannst. Also wie gesagt, bei den meisten mit Allrad muss ich dann wirklich die Handbremse ziehen, damit der so schön reinslidet. Und selbst dann habe ich gefühlt nicht so eine Kontrolle darüber. Also selbst dann fehlt mir gefühlt noch ein bisschen mehr Kontrolle. Muss ich einfach sagen. Du hast dein Ziel erreicht. Ja, ich bin ein bisschen am Ziel vorbei eher. Hoppala. So, gucken wir mal. Ich probiere ihn jetzt mal aus. Der ist bei Rally Monsters dabei. Okay, wie gesagt, er hat an sich keine Rallye-Reifen drauf. Das ist die Sache, die mich ein bisschen irritiert, weil, wie gesagt, also dass man sie nicht ändern kann. Wie gesagt, beim Hoonie-Truck geht es. Ich habe jetzt gedacht, so ein lizenztechnisches Ding, aber beim Hoonie-Truck geht es ja auch. Und da ist egal. Ist egal. So, oh, andere Hoonigen haben wir auch dabei. Was haben wir denn so mit als Startaufstellung? Ach, ja, wieder 1000 RS200. Aber sagen wir so, wenn wir gegen die bestehen, haben wir auf jeden Fall ein gutes Auto. Also, wenn wir gegen die bestehen, haben wir auf jeden Fall ein gutes Auto. Weil die sind auch so schnell. Dementsprechend schauen wir mal, was wir denn da so rausreißen können. Ich bin mal gespannt, wie der sich jetzt selber. Wie gesagt, Offroad-Reifen sind nochmal ein bisschen grobstelliger. Und der Kollege drauf war für mich eigentlich relativ glatt. Also so für Gymkhana halt wirklich halt. Dass du halt wirklich Asphalt an Reifen hast. Vielleicht mal ein bisschen Schotter zur Not noch. Aber ich kann mal sagen, das Ding geht verdammt nochmal gut voran. Junge, Junge, Junge. Also Gripverlust haben wir doch nicht. Also die Reifen sind schon ganz gut. Die sind schon echt ordentlich. Also die sind gute Allround-Reifen, weil wir hatten in der Stadt ja auch gut Grip. Also bin ich auch nicht am Rutschen gewesen. So, Sprung hier aufpassen. Ja, ich wollte nicht sagen, wir haben nicht eine böse Gewichtsverlagerung dann. Upsala. Aber der geht böse voran. Also der beschleunigungstechnisch ist das schon ordentlich. Na komm. So, sorry für den Cut, da gab es leider kurz Unterbrechung, weil ich musste mal kurz Nasen putzen, da... Weil die Erkältung wieder ein bisschen zu krass. Ich bin aktuell mit der Erkältung noch am Rumkämpfen. Die ist noch nicht so ganz überstanden, ich war ja am Anfang der Woche wirklich krank. Hab trotzdem weiter YouTube gemacht. Und jetzt habe ich noch eine Erkältung dran und ja, ich habe das Gefühl, mein Körper kann sich gerade nicht so ganz ausruhen. Aufnahme läuft, okay. Hallöchen, Kollege, aber gut, dass du... Sag mal, halt jetzt mal ein bisschen Abstand hier. Bisschen hier, ne? Contenance. Ja, ich glaube, der Körper kann sich noch nicht so ganz wieder ausruhen. Aber ich will ihm momentan auch keine Ruhe geben, weil ich einfach viel zu sehr am Zocken Spaß habe. Dementsprechend nein. Recht, weil jetzt halt die beiden geilsten Fahrzeuge überhaupt in den WC-Pass reingekommen sind. Also dementsprechend, da muss meine Gesundheit warten. Was fährt denn der erste eigentlich für eine Scheißkarre? Der ist ja voll meilenweit weg. Ach, Beetle, was wärst du hier so langsam? Tusch dich. Und vom anderen erst mal überholt, weil der Beetle da meinte, mit Gefühl 5 km/h Schneckentempo durchzukriegen. Finde ich aber gar nicht gut. Aber jetzt ist der Checkpoint, okay. Ich wollte ein bisschen sehr weit innen fahren. Es ist eine lange Strecke, fällt mir mal ein, ey. Puh. Also für Körbel einhalt, also für normales Körbel einrennen.
Hier wird das Finale noch. Das wird uns auch nochmal, denke ich mal, einiges abgewöhnen, weil das müssen wir auch noch fahren dann. Aber das machen wir erst, wenn wir alle anderen Körper ein Rennen fertig haben. Hab ich ja gesagt. Und dann macht er erstmal noch vorm Ziel einen Fehler und dann werden wir den zweiten Platz holen. Also, ich kann schon mal so viel sagen. Also, für Gymkhana, eigentlich der Wagen sich ganz gut, weil das Heck ist super, super geil. Ja, wieder der erste Mal, der da einfach nur Glück ganz weggekommen ist. Und Offroad auch. Alter, das Ding ist echt gut. Der Escort ist in der Klasse echt gut. Der macht richtig Bock und sieht dann nebenbei auch geil aus. Ich finde wirklich echt optisch mega schick. Auch wenn es natürlich so ein modernes Design auf so einem Oldschool-Fahrzeug ist, aber es ist halt der kein Block-Style. Man muss ihn mögen und mag ihn nicht. Also ich glaube, da gibt es nicht so ein Zwietracht, so, ach ja, ich finde ihn ganz okay, aber hier und da. Nee. Wer mag ihn oder mag ihn nicht. Das ist, glaube ich, ganz einfach zu erklären. Also, den gibt's. Das gibt's nicht zu erklären. Es ist einfach so. Wo hat denn der Auspuff eigentlich sitzen? Ach, Sidepipes hat er bekommen. Ach so. War der hinten ein. Ja, schöne Sidepipes. Das Spiel macht gerade Zickereien. Hallo. In 400 Metern links abbiegen. Da war mal kurz ein paar Ruckler drin, die da nicht hingehören. Warum man die jetzt gerade herkam. Das Spiel macht mich jetzt mal irgendwann nachgeladen. Das hat zumindest so gewirkt, weil er sie jetzt wieder gefangen hat. War Blitzenzone dadurch ausgelöst, indem ich Blitzenzone umhaue. Ja, das hat Ziel. In 400 Metern links abbiegen. Aber ich weiß nicht, was der für Reifen braucht. Also wie gesagt, vom Profil her hätte ich gesagt, das ist keine Offroad-Reifen, aber er hat Offroad einfach viel zu viel Grip. Also er hat Offroad halt wirklich gut Grip, ihr seht's ja. Also haben wir ja gerade gesehen, im Körper hatte ich jetzt nicht wirklich Probleme, irgendwo lang zu fahren. Also ganz komisch. Also ich kann das Rennen, die Reifen nicht einschätzen von der Mischung, weil auch hier auf Asphalt hat er meiner Meinung nach auch gut Grip. Ganz komisch. Eine ganz, ganz komische Sache. Kann ich nicht deuten. So. Du hast dein Ziel erreicht. Querfeld eine Rundstrecke steht an. Offroad Extreme machen wir nicht. Wir machen wieder Rallye. Boah, wir können Hoonigans machen. Wir machen Hoonigan-Fahrzeug. Jetzt bin ich mal gespannt, was die KI so nimmt. Wer Pech hat, nimmt die KI jetzt alles selber Auto. Wahrscheinlich. Wir warten ab. Wenn die alle Escort fahren, ist ja nicht mal so schlimm. Wenn die alle Escort fahren, wäre ja nicht mal so schlimm. Der Kaffee, Junge. Ah Gott. Ne, ich fahre jetzt aber nicht an den Nova, oder? Da steht noch was anderes. Hoonigan, Trick Stallion, Hoonigan Nova, Hoonigan Nova, Hoonigan Escort. Ich finde ja geil, dass meine Hoonigan Gruppe A heißt. Naja. Ja, okay, wir werden nicht so viele Gegner haben. Der Hoonigan Focus kommt mit. Der Hoonigan Gruppe A, der andere kommt mit. Der Escort vielleicht noch. Ja, und der Trick Stallion und Covid, die werden voll auf den Fress kriegen. Egal, komm, zieh mal durch. Weil Track Sale ist die Driftkiste von dem Herb da und ja, das andere ist halt immerhin Chevy Nova. Sorry. Und dementsprechend halt überhaupt nicht dafür gedacht, über die Wiese gehackt zu werden. Aber naja. Obwohl von der Bodenfreiheit ist, glaube ich, das Auto, was neben dem Exit noch wesentlich am meisten hinkriegt. Hoppala, hallo, 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 hallo. Nicht so sehr schieben hier. Bisschen Contenance. Du bist auch motiviert, Kollege. Ah, der Escort führt. Wer hätte das gedacht? Aber ich habe selber gesagt, dass er sich sehr gut und angenehm fährt. Fährt sich halt wirklich einfach gut. Das ist halt echt die Sache. Der fährt sich halt einfach wirklich gut. Und vor allem ist das Heck schön. Oh, guten Tag. Hoppala. Kurz den Nova die Haube eingedrückt. Wie gesagt, das Heck ist schön kontrolliert, aber du kannst ja wirklich, egal wie du es in die Kurven platzierst, das kannst du vorher komplett beeinflussen und das fühlt sich auch so an, als wirklich volle Kontrolle drüber hast und das ist halt super geil. Natürlich auch im Offroad-Bereich super, weil du einfach das Heck schön in die Kurve reinstellen kannst und bei manchen Kurven bist du im Offroad-Bereich halt schneller, wenn du quer fährst. Das ist halt geil, wenn du das vorher super, wirklich easy anstellen kannst. Also ist ja hier, seht ihr, das ist jetzt hier kein Hexenwerk, deswegen quer in die Kurve zu jagen. Spielen kann, so kann man eigentlich relativ gut abschätzen. Das ist ja mir der Fokus von Ken Block. Er macht schon, ey, ist kein Scheiß. Also, der Hoonigan-Truck war geil, um Spaß zu haben. Aber der Escort ist wirklich geil, um auch zu fahren. Also, der fährt sich geil, du kannst damit Spaß haben, weil ich hab's ja gerade am Anfang kurz gezeigt. Wenn du das Heck so genau anstecken kannst, ohne die Handbremse, dann kannst du auch jede enge Kurve geil fahren, weil dann ziehst du halt mal kurz die Handbremse, um dann eben noch mal ein bisschen weiter das Heck umzuschmeißen.
Aber an sich hast du halt so viel Kontrolle allein über die normale Bremse, das Fahrzeuggewicht. Das ist halt super. Das ist halt wirklich super geil, weil bei dem Hexer ist der Wagen gut ausgelegt, ey. Ich guck mal, ob wir den ersten hier noch kriegen. Unseren Escort-Kollegen. Er kommt ein bisschen ran, aber der fällt schon gut Tempo. Bin ich vom Checkpoint abgekommen. Ja, das hat jetzt halt Zeit gekostet, wie ich da gerade ein bisschen zurückkämpfen musste. Schön weit innen fahren. Ja, da werden wir nicht mehr rankommen. Da werden wir, glaube ich, nicht mehr rankommen. Aber jetzt nicht die linke Route zu fahren. Wir müssten ja voll vom Gas gehen, Alter. Ich bin hier mittendurch viel schneller. Ich glaube, unten rum wir verbraucht. Okay, die Wohnmühle habe ich jetzt gerade schön in die Kurve gehoben. Sehr schön. Da sind wir noch mal ein bisschen rangekommen. Das wird aber für den. Ja, Sieg leider nicht reichen, aber spricht dafür, dass der Escort ein gutes Fahrzeug ist. Das spricht wirklich dafür, dass der Ford ein gutes Fahrzeug ist. Der Escort geht echt gut. Boah, da stört mich die ganze Zeit im Nacken. Das Wäscheschild war hing die ganze Zeit nach oben raus. Also, schönes Bild hier mit den beiden Escorts. Kann man machen. Das kann man auf jeden Fall so tun. Ja, ein bisschen Einfluss gibt's auch noch. Und wir nähern uns halt dem Finalrennen, darum geht es mir eher. Ich will ja das Finalrennen schaffen und dafür müssen wir ja noch einige Rennen fahren. Und wie gesagt, der Escort eignet sich halt super dafür, weil es halt immer Spaß macht. Wie viel haben wir denn jetzt eigentlich noch an Rennen? Ich guck gerade mal. 1, 2, 3. Drei haben wir noch. Und hier noch? Ne, das ist auch abgeschlossen. Okay, drei haben wir noch. Drei und dann geht der Titan los. Wir hatten irgendwo noch ein Sprintrennen übrig, habe ich gerade gesehen. Ne, das ist das Rundkurs. Der Forst von Live gleich, ja. Ja, wir haben nur noch Rundkurse übrig. Ja, okay, gut, dann fahren wir halt einen Rundkurs. Dann fahren wir den hier. Dann fahren wir den mal. Aber den will ich wirklich Spaß haben. Der gefällt mir echt gut. Also, jetzt, wo ich beide Autos mal gefahren habe, kann ich sagen, die beiden lohnen sich auf jeden Fall. Also, wenn ihr die einzeln kaufen wollt, kann ich sie eigentlich nur empfehlen. Also, aus meiner Sicht sind die wirklich geil. Machen wirklich einfach Laune. Also sie machen wirklich aus meiner Sicht einfach sehr viel Laune. Und dementsprechend, wie gesagt, klar, ein Escort haben wir schon drin. Muss man jetzt wieder so sehen, aber ist halt nicht komplett umgebauter und ist weit entfernt von der Serie, das Ding hier. Obwohl nicht so weit, aber in gewissem Maße. Und der Huni-Truck ist halt einzigartig. Also da bist du halt weit von der Serie. Und ich glaube, da haben wir den Serien-F150 aus dem Jahr überhaupt drin? Ich glaube nicht, ne? Oh, wir haben mehr Auswahl hier. Ich hab sogar Manta mal mit. Manta! Rein mit der geilsten Film überhaupt. Kein Scheiß. Also Manta Manta ist ein super geiler Film. Ich wäre normal nicht so der Fan von den Körpern einrennen, aber ich weiß nicht warum. Der Escort macht hier einfach ultras die Laune. Also der fährt sich halt einfach gut hier. Na, immer ein echt super Gefühl für die Kiste. Der hüpft halt auch nicht wie manche Autos so wie. Boah, ja, natürlich springe ich genau mit der Front gegen die eine Mauerkante. Der springt halt nicht wie so ein Känguru die ganze Zeit rum. Bei vielen Autos habe ich das Problem, dass sie mir halt bei so einem Querwelt einrennen gefühlt überall hinspringen, nur nicht geradeaus. Das war schon besser. Ja, diesmal kommen wir nicht so gut nach vorne. Waren am Anfang aber auch nicht so viele Möglichkeiten, aus meiner Sicht da jetzt mal vernünftig durchzuschießen. Ah, hier konnten wir ein bisschen enger nehmen. Das war ein Vorteil. Ja, da konnten wir uns jetzt mal kurz ein bisschen nebensetzen. Da gibt es dann auch schon mal zwei Plätze für uns. So, Platz 6 haben wir. Wir haben uns jetzt einen WRC Fiesta. Nehmen wir uns mal an, dann haben wir uns den auch geholt. Sehr gut. So, hier erstmal Runde 2. Ne? Dieser haut auch keiner ab. Deswegen können wir da schön mitmischen. Da vorne vielleicht rankommen. Ist ja alles RS200, die ersten vier. Ja, super. Na komm, die holen wir uns. Ja, ich komme ran, aber wirklich, also auch nicht so wirklich, ne? Ja, jetzt habe ich, ja, die Kurve bin ich gut gefahren. Das hat jetzt auf jeden Fall ja einiges an Zeit gebracht, seht ihr. Jetzt hier innen rein. Boah, da geht's hier schön mit durch. Jetzt soll ich die Sprünge nicht verkacken.
Das war noch schön gerettet gerade. Der war nämlich ein bisschen schief davor. Da bin ich an den Top 3 dran und da bin ich schon auf Platz 2. Und dann geht es jetzt die letzte Runde. Wir können ja auf jeden Fall auch den Sieg mitfahren. Das wäre doch noch was, mit dem Ding hier den Sieg reinzuholen. Das sollte aber möglich sein, wenn ich die Kurven wirklich hier so halbwegs schön fahre. Oh, hier habe ich Geschwindigkeitsüberschuss. Nächstes ist eine Linkskurve, heißt wir sind in. Alles gut, ein bisschen sehr übermotiviert. Habe ich ein bisschen sehr viel Schwung in die Kiste da reingeworfen. Aber hat geklappt, sich erstmal den Platz zu holen. Das heißt, die Führung halten. Jetzt heißt es hier verteidigen. Nein, den habe ich nicht mitgenommen. Da bin ich dann doch einen Tacken dran vorbeigefahren, leider. War ein bisschen sehr eng motiviert. Ah, das war schön gefahren. Das war sehr schön eng. Da holen wir uns auf jeden Fall jetzt den Sieg. Ich hab gehört. Oh, und da gibt's den Sieg. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Also er fährt sich halt wirklich gut. Also der Escort fährt sich halt wirklich super, super gut. Kann ich nur empfehlen. Ich würde ihn auch, glaube ich, in der S1-Klasse lassen, weil ich glaube, in der Klasse hat er wirklich Potenzial. In der S2-Klasse könnte er schon wieder untergehen. Aber in der S2-Klasse geht er wirklich sehr, sehr gut voran. Gefällt mir wirklich sehr, sehr gut, das Ding. Also er macht da wirklich Spaß. Immer noch kein Level aufgeschießt. Gedauert ist halt echt wahnsinnig, bis man Level 10 mal wird im Körfeld ein, ne? Das dauert halt ultras lange. Also wirklich ultras lange. Das ist echt krass. So, wie viele Punkte haben wir denn? Wir haben schon wieder 9 plus. 25 haben wir. Ne, 9, 15. 10 haben wir. Okay. Komm, dann ballern wir erstmal hier weiter rein. Dann ballern wir mal hier einen Respin rein. Dann drehen wir den auch. Aber die anderen drehen wir nicht, die wir jetzt bekommen. Das sind nämlich noch welche übrig danach. Ein paar. Die, wie gesagt, kommen alle meiner Folge dran dann. Okay, wir haben eine gewöhnliche schwarze Hose gewonnen. Geil. Das dachte ich mir, brauche ich mal eine gewöhnliche schwarze Hose. Bruder, das wäre jetzt sehr shit. Das würde mich sehr freuen. Nein, tut's nicht, falls euch das interessiert. Aber wir haben noch ein T-Shirt bekommen. Geil. Ich habe die anderen beiden ja aus dem Forster Shop gekauft. Man hat jetzt noch eins gekriegt. Das ist natürlich nice. Gibt es auch noch ein drittes davon. Das kriegen wir anscheinend nur geschenkt. Aber ich würde auch sagen, wir haben heute genug Spaß gehabt an dem Escort. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen oben. Folge vielleicht die Folge nach, sagen wir, nach oben da. Folge ist ja jetzt nicht super lang, die haben wir ein bisschen erkältet. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschö, tschö.